Heute siehst du die heftigsten Experimente auf der ganzen Welt. Du wirst sehen, wie ein Auto über alltägliche Gegenstände rüberfährt, wie man Fische fangen kann mit nur Coca-Cola und Mentos und du wirst sehen, was passiert, wenn Lava gegen einen Pool trifft. Schau auf jeden Fall bis zum Ende, um nicht diese krassen Experimente zu verpassen. Los geht's! Es geht auch direkt schon los mit einem iPhone und der ist komplett durchgefahren. Einfach so, Freunde. Und hier, wie nennt man das? Luftblaspapier oder so? Auch hier diese Schaumstoffdinger, die werden auch komplett hochgenommen. Und sogar die Milch nicht. Also, Freunde, keine Sorge. Die ganzen Sachen sind alle schon abgelaufen. Auch hier der Käse. Boah, fährt er da komplett drüber, Alter. Und hier über 4 Fanta, lass uns mal gucken, wie viele Fanta-Dosen überleben werden. Also anscheinend, oha, hätte ich nicht gedacht, dass jetzt so viele überleben. So, mal gucken, was die Coca-Cola-Dosen so machen. Da packt er jetzt 4 Stück drunter auf ganz entspannte Basis. Und dann, oh, ja, okay, 3 kaputt, 1 überlebt. Habe ich mir Spaß gedacht. Die letzte überlebt eigentlich so gut wie immer. Oh, wer kennt auch diese Lollis? Oha, über was fährt da alles rüber? Über so ein Kinderspielzeug? Oh, Alter, ich will gar nicht wissen, was der im Monat ausgibt für seine Reifen. Oha, ja, das muss man auf jeden Fall mal zurückgucken. Oh ja, mit den Luftballons da dran. Alter, sieht das nice aus. Cool wäre es doch gewesen, hätten die alle so verschiedene Farben gehabt. Aber in Weiß geht das auf jeden Fall auch ganz gut klar. Ja, aber sieht auf jeden Fall nicht so spaßig aus, das im Endeffekt nachher alles sauber zu machen. Oh, was ist denn das für ein Kuchen? Über den fährt er auch komplett drüber, Freunde. Und hier, oh, Alter, die ganzen Joghurts mussten auch dran glauben. Und hier, die Schokoküsse, auch alle komplett weg. Uff, ey, das ist halt so heftig angenehm zum Angucken. Das kann ich mir echt den ganzen Tag angucken. Das war jetzt, oha, so eine Glühbirne. Die musste auch dran glauben. Und hier so eine Spielzeugpistole sogar. Okay, und in jedem 7. Ei war eigentlich ein Geschenk drin, aber bei denen auf jeden Fall wohl nicht mehr. Das ist dann eher so ein plattes Geschenk. Oh, und das sind diese Styroporteile. Oha, hier Melonen-Kaugummis. Alter, die sind übertrieben lecker, Leute. Die liebe ich am allermeisten so von den Kaugummis her. Und sogar eine Popcorn-Tüte muss dann glauben. Ich glaube es ja nicht. Und eine Chips-Tüte genauso. Man kann schon sehen, gefühlt keine Chips rausgekommen, weil bei Lays immer Hälfte Luft drin ist. Und ja, sogar hier diese Boncha, ey, die werden alle zerdrückt. Hier so ein Cheeseburger. So ein Big Mac war das, ne? Auch komplett, der haut ja alle komplett weg. Ununterbrochen. Es geht ja voll ab, Alter. Auch hier, okay, heftig angenehm auf jeden Fall. Auch hier die ganzen Marshmallows. Kerzen? Ja, alle aus. Da verlieren die natürlich an Sauerstoff, ne? Geht die Kerze natürlich aus. Boah, Alter. Oh. Was sind das für Teile? Und hier für die Waschmaschine, glaube ich, ne? Oh mein Gott, Digga. Okay. Angenehm. Und hier auch sogar übers übers Sportskissen rüber. Oha. Ey, das kann ich mir echt die ganze Zeit angucken, ne? Auch hier die Red Bull-Dosen. Guck mal, so sieht das aus, wenn man es ohne Stein macht. Ja, die müssen auf jeden Fall heftig dran glauben. Ist das ein Ballon mit Orbis gefüllt? Ja, jawohl, das ist es einfach. Ein Ballon mit Orbis. Boom, ey, sieht das nice aus, Freunde. Und jetzt hier auch Chupa Chups. Ah, die ganzen Chupa Chups. Und hier Doritos. Oh, eine Cola-Flasche gefüllt mit Orbis. Alter, wie heftig angenehm kommt das denn da raus, Mann? Guck dir das nochmal hier an. Bam, hinten am Reifen und so. Alter, ich hoffe, er macht auf jeden Fall auch alles danach sauber. Also ich denke mal schon, ne? Sonst hätte er bestimmt Probleme gehabt. Das ist auch irgendwie so ein Deutscher einfach. Ja, was ist das für ein Ding? Lol. Alter. Boah. Hö, was ist denn das für eine... War das so eine Honigmelone oder was? Oh, einen hat überlebt. Das kannst du nicht mit mir... Ja, genau. Quasi über. Los. Nein. Ich dachte, er fährt den rüber, aber hier nochmal zurück. Ey. Das ist halt zu nice, Alter. Und ja, und die letzte ist einfach so explodiert. Einfach so geplatzt, Freunde. Und... Oh, der... Alter. Wie der Orangensaft da theoretisch nochmal gepresst wurde. Und Durstlöscher auch alles weg, Freunde. Alles weg. Oh.
Ja, Happy Birthday auf jeden Fall an den Typen, der Geburtstag hatte. Wo kriegt man solche Ballons her, Alter? Ist da irgendwie, geht er auf eine Kirmes und holt sich da erstmal 3 Millionen Schokoriegel und sowas? Oh, ey, das sieht doch alles so lecker aus, da muss ich sagen. Das sieht alles so lecker aus und ich nehme schon wieder auf, wenn ich Hunger habe. Und Alter, die Kokosnuss wird ja mal übel zerdrückt. Genauso wie dieses Schaumstoffding. Oh, was ist denn das für eine Baby-Nutella-Verpackung? Oh, die jetzt übel erwischt. Und was ist denn das für ein Energy-Drink, Mann? Oh, Waffelschnitten. Oh, Waffelschnitten sind so lecker und er fährt die einfach über. Nein, nicht das Toilettenpapier. Okay, das ist deine Nummer zu hoch. Toilettenpapier wird momentan so gebunkert und er fährt einfach drüber. Kann man wahrscheinlich trotzdem noch benutzen, aber ist ein bisschen gepresster. Hat man halt 10-lagiges Toilettenpapier. Oh, Alter. Und hier. Oh, wer hätte auch früher solche Gummibälle zu Hause? Oh. Oh, Alter, der fährt über alles Mögliche rüber. Also ich will auch wirklich hoffen, er hat auf jeden Fall gesagt, dass alle Sachen abgelaufen sind. Aber da frage ich mich halt, ne, wo er die ganzen Sachen herbekommt. Und auch hier diese weichen, oh, Marshmallow-Dinger. Ha. Okay, das nicht, aber ah, das sah gerade so lecker aus. Da würde ich am liebsten mal reinbeißen. Auch hier schon wieder Schokoküsse. Uff, ey, viel Spaß beim Saubermachen. Und hier, oh, Slush-Eis einfach geschmolzen. Ey, es sieht aus, wo ist er, Freunde? Wo ist das, was ist das für eine Location? Ist das hier irgendwie Österreich oder so? Einfach ein Gehirn? Ja, moin. Einfach übers Gehirn drüber gefahren und hier ist schon eine Tröte einfach nochmal drüber. Weg mit der, ey. Los, fahr sie einfach über. Und Dr. Pepper. Leute, was mögt ihr lieber? Coca-Cola, Pepsi oder Dr. Pepper? Ich muss sagen, Dr. Pepper schmeckt mir nicht so gut wie Coca-Cola aus einer Dose. Und hier auch die iPhone-Verpackung. Aber ich glaube, ohne iPhone drin, ne? Und Pepsi-Flaschen alle drüber. Oh mein Gott, Digga. Er hat sie alle erwischt. Oh. Ey, das ist so. Das kann man doch alles noch essen, Mann. Ohne Spaß. Oh, er fährt sogar über diese Kaugummis rüber. Die sind auch übertrieben lecker immer gewesen. Die hat man immer früher seinen Mom angebettelt, ob man die mitnehmen darf. Und hier auch die Riesenlollis, Alter. Was hat der denn für Riesenlollis am Start? Und hier auch nochmal Colgate. Die Fanta muss auf jeden Fall auch dran glauben. Ja, auf jeden Fall musste die Fanta dran glauben, Freunde. Sogar so eine Bürste von einem Besen wird einfach drüber gefahren. Ja, die kannst du auf jeden Fall nicht mehr benutzen. Und Alter, komplett zerdrückt und okay. Sprite auch. Wir haben jetzt schon gefühlt fast alle Getränkemarken gleich durch. Und Axe Deo, explodiert das vielleicht? Oha. Oh, oh, ein Riesenballon. Oh mein Gott, Alter. Wie viel Wasser war da denn bitte schon drin? Deswegen, ich frage mich immer so, was die Nachbarn denken müssen. Ah, Johnny ist schon wieder draußen. Er fährt schon wieder über Schokoriegel rüber. So, Schatz, guck dir das an und sowas dann, ne? Das denken wahrscheinlich die Nachbarn. Sogar über so Barbie-Puppen. Und einen leckeren Kuchen schon wieder. Boah, Alter. Zitronen werden aufweggeschallert. Und hier nochmal die Colgate-Dinger. Diesmal werden die aber gefüllt. Alter. Komplett Luftballon voll mit den Dingern. Und ihr könnt sehen, sogar mit verschiedenen Farben. So wie ich es eben sogar gewünscht habe. Oh, hier auch so Milch. Diese Milchdinger. Ganz klein Milch für den Kaffee. Schon wieder. Oh Gott, Alter. Zwieback war das, glaube ich, ne? Ey, ich frage mich halt nur, oh, Oreos, nicht, oh, guck mal, die sehen schon richtig gelb aus. Also ich glaube, es ist alles abgelaufen. Okay, ja, ein bisschen gelb. Und Marshmallows nochmal hier. Ey, das ist, oh, sogar, oh mein Gott, Digga. Fährt der einfach über so, ja, einfach Feuerzeuge drüber. Und die hier, die 5-0er, 5-0er Bier. Oh mein Gott, nein. Oh, Freunde, das ist ohne Spaß. Das ist mir jetzt alles zu viel. Fangen wir erstmal ganz sachte an. Und zwar ist, Leute, das schon sachte. Er macht jetzt erstmal ein ganzes Aquarium voll mit Mentos, Coca-Cola und Fanta. Aber jetzt kommt noch die spezielle Geheimzutat dazu. Und zwar anscheinend irgendwie Backpulver oder so. Und ich glaube, das wird eine richtig heftige Reaktion geben. Er macht das Ganze jetzt auch noch hier drauf. Und Leute, wie wir das schon in den alten Episoden gesehen haben, Backpulver, Coca-Cola, Mentos, das verträgt sich nicht so gut. Aber er sagt jetzt sogar, dass ihm nur noch gar nicht genug Mentos. Jetzt kommt das sogar noch darauf. Und jetzt bin ich mal gespannt. Ich denke mal, oh ja, er wird die beiden zerdrücken und oh. Okay, Alter.
Leute, was ist das? Oh, da kommt ja mal übertrieben viel Schaum raus auch, ne? Ist ja dieser, ist das dieser Elefantenschaum, den man in der Schule auch damals gemacht hat? Ey, der sieht, guck dir das mal an, das sieht übertrieben heftig aus, Alter. Und es hört auch gar nicht mehr auf. Da kommt ja immer mehr. Wo kommt das alles her? Oh, er macht jetzt nicht einfach Backpulver in so eine kleine Tüte rein. Oh, ich glaube, ich weiß schon, was er vorhat, Leute. Ja, ich wollte es gerade sagen. Alter, das kann, glaube ich, richtig scheppern. Wir haben ja eben schon die Reaktion gesehen. Aber das wird, glaube ich, was richtig Heftiges hergeben. Uiuiuiui. Und jetzt? Ah, muss er was, ja, guck mal, muss er umdrehen, damit das so quasi damit reagiert. Und jetzt? Okay, er schüttelt sogar noch. Oh! Fliegt einfach mal die ganze Coca-Cola-Flasche im Raketenschub hoch. Weg, einfach komplett weg. Als würde es ihm aber auch gar nicht reichen, hat er jetzt hier auch noch irgendwie seine drei Ballons am Start. Einmal Coca-Cola, Fanta und ich wollte gerade fragen, was da drin hat, aber es ist auch noch Sprite am Start. Ja, das muss er natürlich jetzt auch noch alles beschriften für die Leute, die dann nicht die gelbe und die schwarze Substanz erkennen. Ich würde einfach mal sagen, dass es Coca-Cola und Fanta ist. Und damit fährt er jetzt mit seinem Auto rüber. Boom, boom, boom. Okay. Sieht auf jeden Fall cool aus, wenn es gemischt ist. Packt er da jetzt einfach Trockeneis in seine Cola-Flasche rein? Uiuiuiui, okay. Das wird doch bestimmt nicht so gut reagieren, Leute. Ach, sogar noch ein Ballon drauf. Okay. Ich denke mal, der, ja, wollte gerade sagen, der Ballon wird sich jetzt wahrscheinlich richtig, richtig erweitern. Oh mein Gott, der wird doch locker nicht platzen. So wie es weitergeht. Oder halt abfliegen. Eins von beiden. Mal gucken, Leute. Okay, der ist auf jeden Fall geplatzt. Oh, sah auf jeden Fall nicht schlecht aus. So, Leute, das war aber halt ein leichter Start für die Experimente heute. Jetzt haben wir schon mal was richtig Heftiges am Start. Und zwar einmal Fanta, Sprite, Cola und nochmal Fanta. Und das alles im Untergrund. Und das soll anscheinend eine richtig, richtig heftige Reaktion ergeben. Und ich bin mal gespannt. Er füllt jetzt hier schon mal das rechte Ding mit Fanta, dann rechts mit Cola, links nochmal Sprite und ganz links auch nochmal Fanta. So wie ihr es natürlich gesehen habt. Und jetzt packt er da irgendeine Spezialsache rein. Ist das Spülmittel oder was ist das, Leute? Ich glaube, das könnte Spülmittel sein oder halt einfach irgendwie irgendwas, damit der Schaum nochmal was besser macht. Oha! Und jetzt auch noch so Lebensmittelfarbe. Und jetzt, Leute, kommen natürlich auch noch Mentos rein und oh mein Gott, ich bin gespannt. Oh, es reagiert sogar! Oha! Mit der, ey, das, Alter, das sieht voll geil aus. Wow! Warum wird denn das so groß? Alter, guckt euch mal an, wie das aussieht. Ich denke mal, Spülmittel hat ganz schön viel ausgemacht, ne? Aber guckt, oh mein Gott, und das qualmt sogar. Was ist das schon wieder für eine Reaktion? Schon wieder dieser Elefantenschaum, ne? Ey, wie das aussieht, Mann. Tschüss, das sieht voll geil aus. Aber viel Spaß, die ganze Matschepampe sauber zu machen. Die Frage ist jetzt, wie sieht das Ganze aus mit Zahnpasta, Leute? Und hier hat er einfach mal drei verschiedene Colgate Zahnpastatuben. Die einfach irgendwie eine richtig komische Substanz haben. Also ich bezweifle gerade, dass es wirklich Zahnpasta ist, weil ich kenne meine Zahnpasta einfach nur in weiß und blau und nicht irgendwie in so einem komischen Rot- und Grünfarben. Aber ich kann mich natürlich auch irren. Jetzt kommt schon direkt hier die Mentos-Dinger rein und dann reagiert das Ganze auch nochmal damit und uiuiui. Jetzt bezweifle ich sogar noch mehr, dass es richtige Zahnpasta war. Das war bestimmt einfach wieder irgendwie so ein Schaumverbesserer oder so. Alter, guck mal, wie das aussieht, auch wie das qualmt. Also entweder ist es einfach richtig heiß oder es ist total kalt draußen und es ist ein bisschen warm. So eins von beiden, sonst, Alter, wo packt man denn den ganzen Müll nachher hin? Löst sich das einfach so auf oder wie geht das Ganze denn vonstatten? Ey, das sieht halt, boah, das sieht halt auch geil aus, ne, alles so zusammen gemischt. Muss ich auch schon sagen. Wie viele Coca-Cola-Dosen werden überleben gegen das Auto, Leute? Ich bin mal gespannt, er legt jetzt auch 4 Stück unter das Auto und ich bin mal gespannt, oder sogar 5, okay. Übertreibt richtig. Mal gucken, wie viele überleben werden. Das wird natürlich auch alles hier abgedeckt mit dem Stein, dass sie nicht wegrollen. Und zack, oh, es haben sogar einfach 4 überlebt. Ich hätte echt gedacht, dass alle 5 draufgehen, weil, Leute, ihr wisst, ein Auto wiegt ganz schön viel Kilogramm. Und, ja, ihr seht schon, wie die Dosen das zerfetzt. Boah, Alter, aber die letzte hat auf jeden Fall überlebt. Oh, er möchte natürlich richtig wissen bei seinen Experimenten. Und jetzt haben wir einfach mal was richtig, richtig heißes am Start. Einfach mal Lava mit Coca-Cola hier. So, und das Ganze wird natürlich erstmal mit Coca-Cola so ein bisschen befüllt. Also erstmal noch alles ganz entspannt, so wie es bei den anderen Experimenten aussah. So, Loch ist voll. Was kommt jetzt dazu, Leute? Ey, das sieht auch nicht so wirklich appetitlich aus. Und zwar jetzt hier
Das geschmolzene Wasser ist ich für Material. Oh mein Gott. Und das wird natürlich ordentlich blubbern. Ho. Junge, Alter. Das ist ja mal ein richtiger heißer Pool jetzt. Ein Whirlpool für Ameisen. Okay, vielleicht ein bisschen zu heiß für Ameisen. Oh, wie kommt das alles da durchgepfeffert? Jetzt kommen wir aber mal dazu, worauf wir alle gewartet haben. Und zwar der Typ, der mit Coca-Cola und Mentos anscheinend angeln kann, ja? Der hat hier irgendwie so ein Loch gefunden. Oder hat er gerade einfach getrunken? Der ist auf jeden Fall, ja, so verrückt wie es klingt, ist er anscheinend auch, Leute. Also ich würde niemals meinen ganzen Arm da in so ein Loch reinstecken. Das muss auf jeden Fall schon ganz schön mutig sein. So, aber er hat jetzt eine Idee, er denkt sich so, da sind bestimmt irgendwie Fische drin oder vielleicht hat er auch irgendwie einen Fisch gefühlt oder so. Und jetzt hat er einen Gedankenblitz. Warum nehme ich nicht statt einfach mal eine Angel und einen ganz normalen Wurm da dran, einfach mal Coca-Cola und Mentos? Ja, Leute, ich frage mich auch, warum er solche Gedanken fährt. Aber er packt jetzt einfach die Mentos da rein, ne? Und jetzt soll noch ein Ei. Ach, ein Ei kommt auch noch dazu. So kann man auf jeden Fall auch angeln. Und jetzt geht's auf jeden Fall, glaube ich, richtig ab. Ne? Jetzt haut er hier die ganze Cola-Flasche rein. Uiuiui. Als ob da jetzt ein Fisch rauskommt, Leute. Kann ich mir halt nicht vorstellen, ne? Oh, man sieht sogar Luftblasen. Da ist ein Fisch sogar. Hä? Anscheinend... Oh! Oh mein Gott, Leute. Anscheinend hat er da... Oh, was? Oh, als ob er da jetzt einfach so einen Fisch aus dem Loch geholt hat. WTF, Alter. Ach, er denkt jetzt... Oh mein Gott, Digga. Oh. Oh, er macht ein Wrestling-Battle gegen den Fisch. Ey, oha, der will abhauen, ne? Der will durchziehen. Was geht da ab, Leute? Alles klar, Digga. Auf jeden Fall hat der einfach mal einen Fisch geangelt mit Coca-Cola und Mentos. Aber er kriegt den anscheinend irgendwie nicht gefasst. So. Aber Leute, finde ich alles schon ein bisschen crazy-mazy, ne? Also das ist jetzt nicht so mein Fall und ich finde, das ist so ein... Ist auf jeden Fall alles ganz schön heftig, Leute, muss ich sagen. Also finde ich schon ein bisschen crazy. Da könnte man eigentlich auch ganz normal angeln, weil so ist es ein bisschen... Wie nennt man das im Angelmodus? Unmoralisch oder so zu angeln? Weiß ich nicht. Ich denke mal, durch die Cola und Mentos, durch die Reaktion, sind die Fische dazu gezwungen, irgendwie, weiß ich nicht, Luft zu schnappen. Hört sich vielleicht komisch an, aber ich glaube, irgendwie so kann ich mir das vorstellen, dass sie quasi an die Oberfläche kommen. Schaut euch das einfach mal an, ey. Das sieht so mega heftig hell aus. Und das wird jetzt quasi erstmal am Anfang jetzt hier das gegen Coca-Cola-Dosen. Und ich bin mal gespannt, Leute, wie die Coca-Cola-Dosen drauf reagieren werden. Oh, okay. Guck mal, die platzen sogar sofort auf. Mal gucken, was so. Guck mal, die erste hier, bam, ist sofort unten anscheinend aufgeplatzt. Die anderen sind quasi stark geblieben. Aber ihr schüttet hier natürlich nochmal alles Mögliche weiter drauf. Aber anscheinend gehen die einfach nur von oben auf. Ne? Also keine davon ploppt irgendwie weiter. Aber ihr seht, Leute, das ist ganz normal. Wenn Hitze auf Flüssigkeit trifft, dann zischt das und blubbert und alles Mögliche. Gut, mit Coca-Cola ist das natürlich alles relativ simpel. Aber Leute, hier haben wir einfach mal einen riesen Eisblock am Start. Und da bin ich jetzt mal gespannt. Ihr könnt nämlich auch hier sehen, Leute, das ist auch wieder absolut heiß. Also da würde ich niemals mit der bloßen Hand ran. Und hier, Leute, geht das ganze Ding jetzt schon durch den Eisblock wahrscheinlich auch gleich schon durch, ne? Guck mal, so sieht das Ganze auch in Slow-Mo aus. Man kann auf jeden Fall ganz gut sehen, dass sich das so langsam runterarbeitet. Ey, das sieht echt verrückt aus, ne? Als wäre da irgendwie so ein Herz in diesem Eisblock drin. Aber ich glaube, das fängt langsam an zu dingsen, ne? Zu stoppen. Hier, guck mal, so sieht das Ganze dann halt auch aus. Das sieht echt heftig aus, ne? Das hier ist aber wirklich das verrückteste Experiment, Leute. Jeder kennt doch dieses Nokia-Telefon und er macht die einfach mal Lava drauf und mal gucken, ob das Nokia-Telefon das überlebt und sieht auf jeden Fall nicht danach aus. Also das Holz fängt natürlich sofort an zu brennen, das Handy auch. Also wir haben alle gedacht, das Handy ist unzerstörbar, aber nein, Leute, hier ist der Beweis. Es hält halt auch nicht alles aus, man. Ihr könnt es schon sehen, in der gefühlt Sekunde, wo es raufgeplätschert ist,
fing das Ding schon sofort an zu brennen. Aber wie sieht das Ganze bei dem iPhone aus? Und Leute, ich bin auch selber gespannt, wie das quasi beim iPhone aussehen muss. Ich denke mal, also ich hoffe, er lässt den Bildschirm genauso an. Dann können wir wahrscheinlich schon sehen, das ist ja das iPhone 11 Pro Max, glaube ich. Also das hat ja so ein OLED-Panel. Und ja, da sollte man eigentlich schon sehen, wie es sich quasi nachher so, dass es dann schwarz wird und so. Ich bin mal gespannt, Freunde. Er hat ja auf jeden Fall wieder seinen Lava-Eimer hier am Start. Und jetzt wird es da auch schon draufgepackt, Freunde. Ich bin auf jeden Fall gespannt und... Oh, oha! Es ist halt einfach explodiert, Alter. Bitte was? Na gut, da bringt es das nicht wirklich viel noch rauf zu tun. Ey, das ist halt sofort explodiert. Gucken wir uns auf jeden Fall mal hier die Slow-Mo an. Also erstmal, zack, darauf ist halt einfach der Bildschirm gesprungen. Ihr seht's hier. Einfach abgeflogen, der Bildschirm. Und dann, Leute, unten, ihr seht schon, Kurzschluss gefühlt. Da merkt man schon, die Batterie qualmt auf jeden Fall, diese Lithium-Batterie. Die ist schon mal ein Qualm. Und dann ist sie quasi sogar explodiert, ne? Als er hier das drauf gemacht hat. Ab da war es, glaube ich, zu viel. Wow, Alter, das war übel laut, Alter. Ich bin gerade voll erschrocken, Mann. Ich bin auf jeden Fall auch gespannt, wie das Ganze quasi reagiert mit Trockeneis. Denn jetzt haben wir hier diesen Lava-Eimer wieder am Start und jetzt Trockeneis, Freunde. Ihr wisst ja, Trockeneis kann richtig, richtig kalt sein. Ihr seht hier, das qualmt ja sogar. Und jetzt, Leute, bin ich auf jeden Fall mega gespannt, was passiert. Wird das irgendwie heftig zischen oder so oder explodieren oder sonst was? Und, oh, es ist sogar richtig so dickflüssig bei dem. Alter, wie viel kommt bei dem? Alter, der hat ja einen richtigen Monster-Eimer am Start. Aber Leute, ihr könnt schon sehen, das chillt auf jeden Fall ganz gut hier. Oh, da kommt es auch nochmal von da aus. Ey, das sieht so heftig aus. Am liebsten würde ich es einfach anfassen, aber man darf es ja nicht. Boah, Alter, wie viel da noch rauskommt, ey. Als wäre das einfach irgend so ein heißer Joghurt. Viel hat sich dabei halt auch nichts mehr getan, Leute. Also ihr könnt schon sehen, das ist quasi übergeblieben. Und der Rest vom Eis ist halt einfach noch am Start, ne? Also das ist nicht schwarz geworden oder so. Gefühlt hat Trockeneis hier gegen Lava gewonnen. Ich glaube, der Typ hat einfach viel zu viel Geld, Leute. Guckt euch mal bitte schon an, was er da jetzt quasi versus machen wird. Und zwar einmal Lava versus MacBook. Ja, ein MacBook. Kann bis zu 3000 Euro kosten. Also, bin mal gespannt, wie das MacBook reagiert. Das iPhone hat es auf jeden Fall nicht so gut aufgenommen. Schauen wir mal an, was das MacBook dazu sagt. Und er packt es ja anscheinend direkt auf den Display rauf, ne? Oha. Alter. Wie krank sieht das bitte schon aus, Mann? Freunde, und wie das halt... Hört sich direkt an wie so ein Grill, ne? Da rieche ich schon die Bratwürste. Das, oh, Schweinenacken. Das Kräuterbrot, Leute. Steak, alles riecht man hier. Die Grillfackeln. Ey, das sieht. Also, sieht auf jeden Fall schon mal verrückt aus. Vom Geräusch her, finde ich, sieht das halt einfach. Oder hört sich das halt einfach an wie so ein Fleisch, was gerade auf den Grill gehauen wurde. Man kann auf jeden Fall sehen, dass nicht wirklich viel übergeblieben ist. Also, das ist quasi hier der Rest. Es muss ja immer Leute geben, die es auf die Spitze treiben, ne? Der macht hier jetzt einfach so ein Set Feuerzeug. Gegen Lava. Leute. Da will ich die Reaktion auf jeden Fall mal sehen, weil ihr kennt das ja schon, wenn die geschreddert werden, puffen die alle schon so. Oder wenn man die auf den Boden wirft, dann explodieren die auch alle. Aber Leute, mit sowas in Kontakt, ich will gar nicht wissen, was passiert. Aber er hat auf jeden Fall heftigen Abstand genommen. Auf jeden Fall nicht zu Hause nachmachen. Ja gut, wer hat zu Hause Lava? Aber Leute. Oh, und jetzt explodiert das alles. Oh ja. Oha. Oha. Yo. Alter, Mann, als wäre es da so ein Flammenwerfer unten. Ey, es ist halt absolut gefährlich, ne? Aber es ist cool anzusehen, muss ich sagen. Es ist wie immer cool anzusehen. Und ich glaube, da wäre sogar noch mehr gegangen, ne? Ich glaube, da wäre sogar noch mehr gegangen. Guck mal hier, ab und zu einfach explodieren die Dinger. Dann haben die einfach hier so eine heftige Flamme. Ey, ich muss ehrlich sagen, Leute, ich habe eine heftige Reaktion erwartet. Mal gucken, ob die Melone standhält. Ja, der hat hier wieder seinen Lava-Eimer gegen eine Melone. Der hat einfach so ein Viereck drauf gemacht und er fackelt auch nicht lange rum. Und da wird es wieder hier richtig schön dickflüssig reingefüllt. Ey, richtig entspannt. Und guck mal hier, ein richtiger Melonen-Whirlpool hier. Boah, wie das aussieht, Mann. Also die ist bestimmt gleich von innen komplett schwarz, ey. Die füllt er ja bis oben hin. Gefühlt ist da ja gar kein Platz mehr drin, ne? Ey, das sieht so... auch irgendwie angenehm aus, wie das so langsam da runterfliegt. Oha! Einfach so eine Luftblase noch dazu. Ja, hat jemand Hunger auf Melone? Ich auf jeden Fall nicht mehr. Und,
Das ganze Ding ist auf jeden Fall komplett schwarz und die Melone, Alter. Wer die isst von mir, kriegt 5 Euro. Aber Leute, jetzt kommen wir dazu, worauf wir alle gewartet haben. Und zwar Lava versus Pool. So, und da bin ich jetzt mal gespannt, Leute. Der hat ja auf jeden Fall wieder seinen dicken Lava-Eimer am Start. Klar, es ist ein ganz kleiner Pool für gefühlt Minions. Aber gucken wir mal, was passiert. Ich würde auch meinen großen Pool dafür nicht opfern wollen. Und... der steht da auch so, als würde er gerade im Pool pinkeln, ne? Aber es hört sich alles auf jeden Fall echt heftig an. Okay, und ihr seht hier schon, er hat seinen kleinen Teich oder was auch immer das da ist, zu einem Whirlpool gemacht. Also, der hat einfach so eine Strömung einfach selber erzeugt. Aber ich denke mal, sobald das halt abgekühlt ist. Oh, er packt ehrlich das ganze Teil noch rein. Oha, da wird natürlich alles verdampft, ne? Ey, das sieht halt so heftig aus, Leute. Ja, und das war's auf jeden Fall auch schon. Mal gucken, was übergeblieben ist. Ey, das sieht aus wie so ein Chicken Nugget, ey. Von KFC. Das ist quasi übergeblieben. Also ich hätte auf jeden Fall echt gut Angst, das anzufassen, weil hätte ja auch noch heiß sein können. Aber Leute, es ist auf jeden Fall nicht wirklich fest. Fangen hier direkt mal an und machen daraus auch noch eine Versuche, nicht befriedigt zu sein, Challenge. Das heißt, wir haben 3 Leben, ihr könnt mitmachen und man darf sich nicht angenehm fühlen. Und ihr seht schon, Leute, eieieiei, er packt hier einfach so heftige Spaghetti rein. Oh, so ein 8er-Pack Coca-Cola, das wird echt so heftig aufgegessen. Und hier, oh mein Gott, auch so eine Bälle. Leute, ihr wisst, Nokia ist eigentlich unbesiegbar. Sogar so eine Billardkugel wird da komplett zerfressen. Ich frage mich auch immer, wie viel PS so ein Ding eigentlich hat. Oder wie wird das gemessen? So ein Newtonmeter? Oder wie wird denn das Ding quasi so gemessen? Aber Alter, packt der da viele iPhones rein. Auf jeden Fall so Höhlen. Und hier Merry Christmas. Oh, und so die ganzen Chupa Chups. Die werden einfach alle weggegessen, Leute. Innerhalb Sekunden. Sogar hier so eine Gelee-Cola. Oh nein. Nee. Wir haben jetzt halt einfach echt schon unser erstes Leben verloren. Das war zu wild, Leute. Das war einfach zu nice. Hat man halt perfekt gesehen. Auch das hier sieht richtig heftig aus. Also 2 Leben haben wir noch. Ich weiß ja nicht, wie es bei euch aussieht. Aber ich bin auf jeden Fall jetzt noch ganz gut davor, weil ich jetzt mich richtig zusammenreiße. Sogar Walnüsse zerfrisst das Ding, ne? Alter. Das haut das ja richtig kaputt. Und hier, wer kennt das nicht? Play-Doh, Leute. Hatte jeder von euch auch Play-Doh? Ich auf jeden Fall damals auch. Oder heißt es Play-Doh? Ich bin mir gar nicht mehr sicher. Oh, gut, dass die Nudel weggeflattert ist, Leute. Gut, dass die nicht perfekt aufgegessen wurde. Weil sonst wäre das echt schwierig gewesen. Sogar hier Spielzeugautos packt er da rein. Ich frage mich echt, wie viel bei dem mal so ein Video kostet. Was er da alles zu Hause haben muss. Gott, okay. Also wir reißen uns weiterhin zusammen. Sogar die ganzen, oh mein Gott, das war voll süß, aber halt auch irgendwie traurig. Die ganzen kleinen Burger werden zerfressen. Und sogar jetzt hier so ein Telefon. Und das Ding wird einfach nicht gegessen. Das ist ja übel nervig, Mann. Boah, jetzt. Oh Mann. Absolut unbefriedigend, ne? So, jetzt haben wir, Alter. Was war denn da alles drin? Oh hier, oh mein Gott. Gut, dass man was gesehen hat. Grüße gehen auf jeden Fall raus an die Fanta Cola und Sprite Experten. Hat man ja richtig viel gesehen. Oh. Oh. Ey, scheiße. 2. Leben weg. Leute, was ist denn los auf einmal bei diesen ganzen Objekten? Einfach mein 2. Leben weg. Das war einfach, das war zu viel. Das war nämlich einfach zu viel für mich. Also ein Leben haben wir noch. Wir müssen uns auf jeden Fall zusammenreißen, Leute. Sonst haben wir dieses Challenge ganz schön schnell verloren. Oh mein Gott, das Gelee habe ich zum Glück schon mal gesehen, ne? Ihr könnt auch gerne noch die anderen Shredder-Videos auschecken. Da sind auch richtig geile Dinger dabei. Aber das Gelee habe ich schon mal gesehen. Oh, sogar einfach so eine... ja, so ein Hütchen, Leute. Wird da einfach aufgegessen. Und fliegt sogar weg. Oh mein Gott, das ist eine richtige Monstermelone. Im Vergleich zu da eben. Warum ist denn die nicht rot? Oh mein Gott, was ein Monsterkürbis. Alter Schwede. Leute, was er da alles reinpackt, Mann. Aber anscheinend will der Kürbis nicht gegessen werden, oder? Doch, ja, jetzt, oh mein Gott. Jetzt wird er richtig zermampft. Alter, Mann.
Einfach den ganzen Kürbis weggehauen. Was hat denn der da unten für einen großen Behälter drin? Da muss er richtig viel Platz haben. Nein, das Popcorn aus der Küche. Und dann noch die anderen Dinger. Hat er sich alle, oder bestellt hat, nicht um den Küche, aber wahrscheinlich auch bestellt. Oh mein Gott. Auch hier, also das Ding ist, Gelee-Dinger haben wir auch schon mal gesehen. Ein extra Video dazu, Leute. Könnt ihr euch auch gerne angucken. Aber da haben wir nochmal Glück gehabt. Die ganzen Bälle platzen hier. Und Ping-Pong-Bälle. Ey, komm, noch zwei Bälle los. Ein Ball noch. Und der letzte Ball wird jetzt auch gleich mal zermatscht. Endlich, ich habe so lange gewartet. Und hier sogar Glühbirnen in Gelee. Die werden sowas dann aufgegessen. Oh mein Gott, das war knapp. Puh, die Dinger sind richtig knapp, Leute. Das kann ich zum Beispiel sogar schon. Das mit der Drohne, glaube ich, auch. Bin mir nicht sicher. Aber, Alter, wird die Drohne weggegessen. Und packt man auch einen Wasserballon rein, war doch logisch. Nein, nicht die AirPods! Er hat einfach so AirPods zerflattert. Leute, AirPods. Hat wahrscheinlich der ein oder andere Paulberger von euch zu Weihnachten bekommen. Aber der hat einfach die AirPods weggehauen. Und hier jetzt auch die eine Dose nach dem anderen. Hey, was hat er sich dabei gedacht, Mann? Die sind alle weg. Oh, das kenne ich auch schon. Nutella mit Gelee, Leute. Guck mal, wie das Nutella-Glas einfach so weggefressen wird. Das ist nicht normal. Und hier sogar so eine Nudel. Oh, das ist aber kritisch, Mann. Das ist echt kritisch. Oh mein Gott. Puh. Glück gehabt, Leute, Glück gehabt. Ich weiß nicht, wie es bei euch aussieht. Ihr habt wahrscheinlich locker schon die Challenge verloren. Ich bin ja auch Experte da drin in den Schredder-Videos. Und warum packt man, Leute, warum packt man eine Kerze in Gelee? Die auch noch an ist, die Kerze. Die ist einfach noch an. Die geht auch einfach nicht aus. Da hilft das Pusten auch nicht, ne? Die Kerze ist einfach noch an. Okay, jetzt ist sie ausgegangen, aber jetzt ist sie auch komplett weg. Und hier sogar, Alter, wie viele Telefone der da reinpackt, Leute. Der haut so viele Telefone weg. Oh, dieses Geräusch. Aushalten, Leute. Ich fühle mich nicht angenehm. Das war sehr, sehr schwierig, Leute. Das war sehr, sehr schwierig. Was sind das für Plastikdinger, Mann? Irgendwelche Spielzeuge, die da... Oh mein Gott, warum geht man da mit dem Finger ran? Ey, ganz ehrlich, würde ich mich niemals trauen, mit dem Finger daran zu gehen. Oh, das kenne ich schon. Das kenne ich zum Glück schon. Eieieiei, alter Schwede. Ist der lebensmüde? Packt der erstmal alles voller Feuerzeuge da rein? Das geht bitte schon bei dem ab. Nein. Und das wird auch aufgeplatzt. Auch so diese Ballons. Oh mein Gott, was war das für ein riesengroßer Tennisball? Und nicht hier den Spielzeuglas davon nebenan. Hat er jetzt nicht gemacht. Leute, warum? Warum tut er sowas? Ich kann es nicht nachvollziehen. Warum war die Cola gerade so widerlich? Die sah richtig widerlich aus. Alter, wird der Salatkopf aufgegessen. Oh mein Gott. Eine Spielzeugpistole. Als ob die aufgegessen wird. Oh doch, die ist komplett RIP. Die ist RIP, die ist weg, Leute, die ist komplett weg. Und hier Coca-Cola Vistas Mentos im Shredder. Und sogar hier die ganze Billard... ein ganzes Billardspiel hat er da jetzt reingepackt. Ey, Leute, ohne Spaß, Mann. Wie viel muss der Typ bitte schon ausgeben? Oh, ganz viele Orbis. Alter, wie viele Orbis. Oh mein Gott, wie viele Orbis sind das bitte schön? Ja, und das war es dann auch schon mal mit dem Gelee-Kopf. Und warum, wie kommen die Tennisbälle in die Coca-Cola-Flasche? Das ist so random manchmal. Und das ist hier, ne, schon wieder ein Telefon. Oha. Wie nass es einfach bei dem ist. Oh nein. Oh. Die werden wahrscheinlich locker aufplatzen, oder? Das ist, glaube ich, auch aus Glas, oder nicht? Auf jeden Fall bauen sie erstmal. Oh ja. Obwohl, nee, ist gar kein Glas. Das ist Plastik, Leute. Das ist Plastik. Oh, hoffentlich kommt da nicht wieder so ein langes Ding, Leute. Nur Homo natürlich. Aber wenn da gleich wieder so eine lange Sequenz kommt. Und das war es dann auch schon mit dem Eisblock hier.
Mhm. Das war's auf jeden Fall. Eine Kokosnuss habe ich ja halt echt noch nie gesehen. Mal gucken, ob die standhält, weil eine Kokosnuss ist richtig hart. Okay, vielleicht war es ja nur, weil die eine auf war. Ich glaube, die feste geht nicht kaputt, oder? Safe Call geht die nicht kaputt. Die bleibt stark, Leute. Eine Kokosnuss nämlich zu öffnen ist richtig schwer. Aber die hält stand. Leute, die hält sehr, sehr viel stand. Okay, ein wenig ist sie jetzt schon aufgegangen, aber ich gucke ja, glaube ich, schon seit 2 Minuten oder so zu, aber passiert einfach nichts. Die Kokosnuss danst die ganze Zeit auf dem Shredder rum und endlich ist sie weg. Endlich, Leute. Gelee. Oh nein, was ist das denn, Alter? Ach, das war ein Tischtennisbälle in so einem Gummiding. Oh mein Gott, nein, Er packt einfach Feuerzeuge mit Gelee rein, Leute, ohne Spaß. Und das sind auch nicht die alltäglichen Schlösser, die man so kennt, sondern auch nochmal dazu richtig, richtig heftige, so Riesendinger. Ich meine, guck dir das mal an, Alter, das ist einfach so groß wie seine Faust, so ein Padlock. Und ihr könnt sehen, hier nochmal so ein kleines billiges, also alle sind verschlossen und was? Du willst mir also erzählen, du kannst so ein Schloss öffnen, nur mit einem Böller? Ist das so einfach? Ich glaube es nicht, Freunde, ich kann es mir nicht vorstellen. Das ist jetzt so, okay, ich meine... Gut, leise Schlösser knacken kann man dann nicht, aber als ob das geht, ne? Kann ich mir nicht vorstellen, Freunde. Mit so einem kleinen... Oh, aber ich glaube, es hat nicht funktioniert. Nee, es hat nicht funktioniert. Guck, der Böller hat schon mal nicht ausgereicht, Freunde. Mal gucken, was er hier mit dem jetzt macht. Und zwar ist K07. Hört sich auch einfach an wie so eine Hundeeinheit, ne? Oh, ey, das leuchtet ja sogar richtig heftig. Guck mal, Freunde, das Ding leuchtet sogar echt übertrieben. Oh, aber selbst der Böller... Kriegt das Ding nicht auf. Hätte ich gerade ehrlich gedacht, ne? Also man kann sehen, so ein Schloss ist auf jeden Fall schon mal echt richtig, richtig stark. Ich bin mal gespannt, was er noch so für Mittel ausprobiert, um die aufzumachen. Ob das der Böller schaffen wird? Ich glaube schon. Weil das Schloss ist schon... Nein. Doch, es ist aufgegangen. Okay, es ist aufgegangen, Freunde. Das ist aber auch voll weggefetzt, ne? Also, was auch immer da in dem Schloss dran ist, wird auf jeden Fall auch mit weggefetzt bei dem Böller. Kann man auf jeden Fall so sagen. Mal gucken, ob der hier den, das kleine Schloss aufbekommt. Boah, ich bin echt mal gespannt, wie das aussieht mit dem großen Schloss dann, ne? Weil, was soll das mit schon aufbekommen? Das werdet ihr auf jeden Fall auch am Ende des Videos sehen. Also bleibt auf jeden Fall dran. Guck mal hier. Einmal jetzt und... Ah? Hey, 14. Nein. Das Schloss hat standgehalten. Was? Oha, Mann. Okay, also anscheinend hat der Böller gar nicht ausgereicht. Da haben wir jetzt hier nochmal einen Böller, der... Oh Gott. Mann, okay. Leute, man sieht schon, es kann verrückt werden, wenn er das schon an das Schloss ranklebt. Also, ich bin mir ziemlich sicher. Einfach in zwei geteilt. Oh Mann, ey. Wie gern ich gerade mal in Polen und so... Eine Granate. Eine Granate, Freunde. Oh, oh. Hä? Das ging ja voll klar. Die war ja voll mickrig, die Granate. Oh, das ist jetzt, glaube ich, der heftigste, glaube ich, ne? Ich glaube, das ist einer der heftigsten Böller. Herr Böller. Okay, und er rennt. Guck mal, man sieht es schon, weil er so heftig wegrennt. Yo, okay. Jo, ein Loch im Tisch. Alles klar, Freunde. Damit ist auf jeden Fall sicher, dass das hier auf jeden Fall die verrücktesten Experimente auf der ganzen Welt gewesen waren. Lasst auf jeden Fall gerne ein Like und ein Abo da, wenn ihr von mir sehen wollt. Und checkt einzeln mal, wie es hier aus. Einfach draufklicken. Und abonniert den Kanal für tägliche Reaktionen und mehr. Ciao, ciao.